Liebe Frau Professor Ditsch, liebe Nina, wir sind hier beim San Antonio Breast Cancer Symposium 2023, dem großen Brustkrebskongress. Und heute war eine Sitzung, wo zu operativen Vorgehen Verschiedenes gezeigt wurde. Unter anderem, wenn bei Erkrankung eine BRCA1-Mutation festgestellt wurde, wie sollte dann operiert werden? Ja, liebe Renate, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder dabei bin. Ich glaube, Sie wissen eigentlich, ich beschäftige mich ja sehr mit der Genetik und vor allen Dingen auch den Folgen. Und ich fand es sehr gut. War eine Studie jetzt weit über 2000 Patientinnen, die jetzt mal untersucht hat, wie gut ist zum Beispiel, wenn ich an Brustkrebs erkrankt bin, die brusterhaltende Therapie im Vergleich zur Mastektomie und im Vergleich zu einer beidseitigen Operation. Nämlich, da kommt natürlich einmal die Mastektomie dazu oder die beidseitige Operation im Kontext der Gegenseite prophylaktisch operiert zu haben. Und da hat man eben sehr gute Untersuchungen jetzt dazu gemacht, was sich letzten Endes bestätigt hat, was wir eben auch schon dachten. Wenn wir zum Beispiel kontralateral, also die Gegenseite, prophylaktisch mitoperieren, dann ist es eben schon so, dass dieses Risiko für einen Gegenseitenkrebs eben, das heißt signifikant, deutlich reduziert wird. Das ist das, was wir eigentlich wussten. Also das heißt für die lokale Kontrolle, dass nicht nochmal ein Krebs kommt, immens wichtig. Wenn eben aber nur eine brusterhaltende Therapie zum Beispiel gemacht wird und die wird jetzt verglichen für diese Krebserkrankung, für diese erste Krebserkrankung, dann können wir auch sagen, ist es ähnlich gut, wie wenn wir jetzt die eine Seite eben operieren und die andere Seite prophylaktisch operieren, dann haben wir keinen Überlebensvorteil. Also das heißt, wir dürfen brusterhaltend wieder operieren. Aber es wird sich alles ändern und das ist, glaube ich, so auch die Quintessenz aus dieser Studie jetzt gewesen. Wenn kontralateral, also auf der Gegenseite, doch irgendwann im Leben ein Krebs auftritt, dann besteht ein doppelt so hohes Risiko, wirklich an diesem Krebs auch zu versterben. Insofern ist meine Quintessenz, und deswegen ist ja auch immer wichtig, das in den Alltag zu überführen, also wir können natürlich brusterhaltend operieren und das anbieten den Patienten. Ich würde immer, wirklich immer bei jedem Gespräch, wenn ich weiß, dass eine Patientin Mutationsträgerin ist, darauf hinweisen, dass ich die kontralaterale Seite, also die Gegenseite, bei dieser Operation schon berücksichtigen würde, um eben spät Probleme zu vermeiden und eben gegebenenfalls dann auch das Überleben zu verbessern. Vielen herzlichen Dank.